Gut, nachdem wir jetzt gehört haben, wie es fertig klingen kann, widmen wir uns jetzt dem Pleiten-, Pech- und Pannen-Konzert von Exodus, wo uns jede einzelne Spur über die 45 oder 50 Minuten, die die Band gespielt hat, verreckt ist. Bis zum Schluss war, glaube ich, bis auf das Vocal-Mikrofon, das wahrscheinlich aber auch bis zur Hälfte schon angegessen war, kein Signal mehr übrig, was man einigermaßen verwenden kann. Hier ein paar Fallbeispiele, was passieren kann bei einem richtigen Rock'n'Roll-Konzert. Hier die Bassspur und der Bassamp beim ersten Song. Zugegebenermaßen ein recht eigenwilliger Sound, aber noch durchaus im gesunden Bereich. Man hört Verzerrung, man hört, dass der Speaker noch arbeitet. Im zweiten Song hingegen hört sich der Bass schon so an. Deutlich zu vernehmen, dass da kein Bass mehr ist. Und so ging es öfters. Zum Beispiel auch bei einer Bassdrum-Spur, die am Anfang des Konzerts noch relativ gesund klang. Das ist diese Bassdrum hier. Man erkennt. Bassdrum. Hingegen etwas später im Konzert, unter anderem auch bei dem einen Song, an dem wir jetzt gerade arbeiten, hat sich die Bassdrum doch einigermaßen im Charakter weiterentwickelt. Ein durchaus dynamisches Signal, aber im Mix sehr schwer verwendbar.